Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr am besten Subtraktionsaufgaben rechnen könnt, die bis 100 gehen. Subtraktion ist das schwierige Fremdwort, was wir benutzen, wenn wir von Minusaufgaben sprechen. Ja, schaut mal, ich schreibe es euch hier nochmal drunter. Und in dem Sprech heißt es dann, dass man da sagt, Minuend minus Subtrahend ist gleich Differenz. Also, das heißt nichts anderes, dass Minuend die erste Zahl beschreibt, die bei einer Minusaufgabe geschrieben wird. Das könnte beispielsweise die 65 sein. Ja, dann nennt man diese Zahl, die erste in einer Minusaufgabe, Minuend. Und von dieser Zahl zieht man immer eine Zahl ab. Die ist in der Regel kleiner. Die müsste kleiner sein. Und die nennt man Subtrahend. Ja, man könnte zum Beispiel die 13 davon abziehen, von dieser Zahl. Und das Ergebnis dieser Rechenaufgabe, dieser Subtraktion, nennt man Differenz. Und ganz wichtig bei der Subtraktion, dass man sich merkt, es sind zwei unterschiedliche Begriffe, weil es auch nicht möglich ist, diese beiden Zahlen zu vertauschen. Anders als bei der Addition, wenn ihr schon in mein anderes Lernvideo reingeschaut habt, schaut mal, da nennt man nämlich die beiden Begriffe von den Zahlen, die man miteinander addiert, gleich. Die heißen beide Summanden, weil man diese nämlich vertauschen kann. Bei der Subtraktion geht das nicht. Da kann man nicht einfach sagen, 13 minus 65 ist genau das Gleiche. Na, da muss es so rum jetzt bleiben, wenn man dieses Ergebnis ausrechnen möchte. Okay, ich möchte euch in diesem Video, wie gesagt, Möglichkeiten zeigen, wie man solche Aufgaben gut bewältigen kann und rechnen kann. Und wir nehmen uns gleich mal hier unsere erste Aufgabe, die ich als Beispiel oben hingeschrieben habe. 65 minus 13. Das ist jetzt eine etwas leichtere Aufgabe, aber auch hier ist es wichtig, dass man nicht durcheinander kommt mit den Stellungen der Zahlen, also mit den Zehnern und mit den Einern. Erinnert euch, es gibt verschiedene Positionen bei einer Zahl. Wenn es zwei Zahlen sind, spricht man da von einer Zehnerzahl mit einem Einer. Okay. Und der Zehner in diesem Falle hier ist die 6. Ja, bei dem ersten, also bei dem Minuend, bei der ersten Zahl. Und der Einer ist in diesem Falle die 5. Hier hinten zeichne ich es auch noch schnell ein. Bei dem Subtrahend, ne, damit ihr das nochmal gut erkennen könnt. So, und jetzt wäre eine Möglichkeit, diese Aufgabe zu rechnen. Ich unterstreiche mir die Hauptaufgabe und ich könnte die in Teilschritten untereinander rechnen. Auch das habt ihr jetzt schon in den anderen Lernvideos kennengelernt, aber vielleicht schaut ihr euch auch nur dieses an, deswegen muss ich es nochmal ganz genau erklären. Okay, eine Möglichkeit ist, erst sozusagen den Minuend sich runterzuziehen. Also diesen schreibt ihr euch unter der Hauptaufgabe auf. Am besten auch genau in den Kästchen, die unter der Zahl liegen, unter diesem Minuend. Und dann subtrahiert ihr als erstes nur den Zehner. Das ist hier die 1. Ne? Es gibt einen Zehner. Dazu schreibt ihr euch die 1 auf. Und bei einem Zehner, ganz wichtig, hängt hinten dran natürlich eine 0. Okay, so sieht das dann aus. Wir schreiben nur 65 minus 10. Und diese Teilaufgabe rechnet ihr dann aus. Denkt daran, ihr müsst euch dann sozusagen nur die Zehnerposition anschauen. Das Ganze wäre dann schon wieder gar nicht so schwierig. 6 minus 1. Und das ist natürlich ganz einfach, sind 5. Und dann müsst ihr natürlich den Einer, der hier hängt, mit dranhängen. Hier muss man nichts rechnen, weil hier ja die 0 steht. Deswegen haben wir das aufgeteilt und erstmal nur den Zehner genommen. Mein Zwischenergebnis lautet dann 55.
Und unsere Hauptaufgabe hat natürlich hier beim Subtrahend aber auch noch eine Einerzahl. Und die wollen wir jetzt noch abziehen. Dazu nehmen wir uns das Teilergebnis, die 55, hier wieder nach vorne, schreiben uns die unter die Zahl, unter den Minuend, den wir eben benutzt haben, und ziehen jetzt hier oben sozusagen, gucken, welcher Einer hier steht, das ist die 3, und ziehen jetzt noch den Einer von unserem Zwischenergebnis ab. 55 minus 3, diesmal müssen wir uns natürlich hier hinten, na, den Einer anschauen, in der Einerposition, und müssen im Prinzip auch rechnen, 5 minus 3. Da bleibt der Zehner dann gleich, weil die 5 ist ja größer als die 3. Also müssen wir nicht über den Zehner zurückrechnen. Deswegen bleibt die 5 von dem Zehner gleich und 5 minus 3, na, das wisst ihr jetzt schon, ich habe so viel gequatscht, ist die 2. Also lautet unser Ergebnis 52. Und das könnt ihr euch hier oben dann eintragen. So einfach kann man diese Aufgabe rechnen. Okay, ihr könnt sicherlich in euren Arbeitsheften Aufgaben finden, die so, die euch als Beispielaufgaben dienen, und ihr könnt das in euren Rechenheften berechnen. Man kann sich auch Würfel nehmen. Schaut mal, ich habe jetzt hier zwei Würfel, die sind ein bisschen besonders, weil die von 0 bis 9 gehen sogar. Aber ihr könnt auch Würfel nehmen, die ihr zu Hause habt, in der Regel mit 6 Seiten. Okay, und dann erwürfeln wir uns einfach mal eine Aufgabe. Bei Minus ist es wichtig, dass man sich erstmal die beiden Zahlen, die man sich erwürfelt, nur aufschreibt und noch nicht die Aufgabe aufschreibt. Warum das so ist, zeige ich euch gleich. Also guck mal, meine erste Zahl ist eine Schnapszahl, die 77. Schreibe ich mir jetzt hier hin. Und dann würfel ich ein zweites Mal. Und habe zwei unterschiedliche Zahlen. Guck mal, ich könnte jetzt entweder sagen, ich nehme die 52. Ich kann es natürlich auch drehen und sagen, die 25 gefällt mir ein bisschen besser. Ja, und das ist auch so, deswegen nehme ich die 25. Schreib mir die jetzt auch erstmal nur auf. Und jetzt, guck mal, jetzt habe ich hier zwei Zahlen und schaue mir diese erstmal an. Und erinnert euch, ich habe euch ja hier oben schon einmal erklärt, bei einer Minusaufgabe ist der Minuend größer als der Subtrahend. Ja, das heißt, die 77, die ist größer als die 25, weil hier mehr Zehner sind als hier. Also ist die 77 bei unserer nächsten Aufgabe der Minuend. Diese schreibe ich mir also als erstes auf. 77 minus 25. Okay, ist gleich. Das ist unsere Aufgabe. Und jetzt überlege ich mal, was für eine andere Möglichkeit hätten wir noch, diese Aufgabe zu rechnen. Man kann es, wie gesagt, so machen in diesen Teilschritten. Man könnte aber auch diese Aufgabe einfach hintereinander zerlegen. Wenn euch das nicht so schwer fällt, das im Kopf zu rechnen mit diesen Zehnern und Einern, könnte man sich diese Aufgabe einfach so aufschreiben. 77 und dann zerlegt ihr sozusagen euren Subtrahend einfach in Zehner und Einer und schreibt sozusagen erst minus den Zehner, das ist, ich hatte diese Farbe hier, ne, die 2, also 20, denkt an die 0, nicht vergessen, und schreibt danach den Einer auf. Das ist in unserem Falle jetzt die 5. Ja, so könnte man sich die Aufgabe auch einfach nochmal ein bisschen vereinfacht vor Augen führen und dann rechnet man das sozusagen im Kopf. 77 minus 20 sind 57 minus 5. Ja, ich schreibe es jetzt mal mit Bleistift hier drunter. Aber das ist etwas, was ihr dann im Kopf sozusagen macht. 57 und dann bleibt hier noch minus 5. Und da kommt dann unser Ergebnis, sind 52. Ja, und ich schreibe es hier oben auch nochmal hin zu der Ausgangsaufgabe, die ich aufgeschrieben habe. Genau, so könnte man es auch machen.
So, und jetzt würfeln wir nochmal und ich schaue mal, dass ich mich anstrenge und eine Aufgabe würfel, die vielleicht über den Zehner geht, weil das ist auch etwas, was vielen Kindern nicht so leicht fällt. Schaut mal, ich nehme mal hier so eine ganz hohe Zahl. Das wird höchstwahrscheinlich unser Minuend sein, weil noch höher als 93 zu würfeln wird gleich schwierig. Okay, aber ich schreibe sie trotzdem erstmal, ne, wie hier gezeigt, erstmal nur auf. Ach, es gibt's doch nicht. Schaut mal, ich habe schon wieder eine 9 und eine 3 gewürfelt. Aber jetzt nehme ich quasi nicht die 93, weil, kann man ja mal aus Spaß machen, schaut mal. 93 minus 93, das wäre ein bisschen langweilig, guck mal, das ist einfach 0. Also drehen wir uns das um und nehmen als zweite Zahl die 39. Okay, also 93 und 39. So, unsere Aufgabe lautet also, ne, denkt daran, die größte Zahl ist der Minuend, die erste Zahl, 93 minus 39 ist gleich. Okay, jetzt haben wir, sehe ich schon, eine Aufgabe, die über den Zehner zurückgerechnet werden muss. Und ich zeige euch das jetzt anhand von einem Rechenstrich. Ja, bei der Addition, bei dem Plusrechnen, schaut mal, da habe ich es vorhin schon mal gezeigt, vielleicht habt ihr euch das Video angeschaut, da rechnet man am Rechenstrich immer von links nach rechts, weil man etwas dazu rechnet. Und das ist im Prinzip so, weil unsere Leserichtung, wenn wir ein Buch lesen oder einen Text, dann lesen wir auch immer von links nach rechts. Und bei dem Rechnen, also bei der Mathematik, ist es auch so, dass man, wenn man etwas dazu zählt, immer von links nach rechts geht. Und jetzt ahnt ihr es bestimmt schon, am Rechenstrich bei der Subtraktion muss man von rechts hier anfangen und nach links gehen, weil man etwas wegnimmt, etwas abzieht. Und auch hier schreibe ich mir wieder die erste Zahl, also unseren Minuend, an den Rechenstrich ran, mache einen großen Bogen ganz nach hinten, also sozusagen rückwärts nach links. Und hier, mache ich jetzt einmal einen Kreis rum, kommt dann später unser Ergebnis rein. Bei der Subtraktion nennt man das Differenz. Okay, und was wollen wir abziehen, damit wir auf unsere Differenz kommen? Natürlich hier die zweite Zahl, ja, die 39, die schreibe ich mir jetzt über diesen großen Bogen rüber. 93 minus 39 lautet ja unsere Aufgabe. Hier landet dann das Ergebnis, die Differenz. Okay, und um darauf zu kommen, mache ich jetzt hier drunter kleine Bögen, die sind meine Teilaufgaben, damit man sich diese Aufgabe etwas vereinfacht. Ich fange bei 93 an und nehme mir als erstes den Zehner von meinem Subtrahend runter. Mache hier den ersten Bogen. Schaut mal, der Zehner ist ja ein bisschen länger. Ah, ich hätte ihn sogar noch länger machen können, den Bogen. Und es sind drei Zehner, also rechnen wir minus 30. Denkt an die 0. Ja, hier taucht unsere 3 wieder auf. 3 Zehner. 93 minus 30 sind, na, ihr wisst es bestimmt schon, 63. Und als nächstes ziehen wir uns den Einer runter. Das ist die 9. Sehe ich wirklich, schaut mal, die 9 ist natürlich nicht so groß wie die 30. Das habe ich jetzt etwas ungünstig gezeichnet. Aber es muss auch nicht ganz genau abgemessen werden. Und die 9 geht dann quasi bis hier hinten hin zur Differenz, weil wenn wir die jetzt noch abziehen, subtrahieren von unserem kleinen Teilergebnis, dann sind wir schon bei der Differenz. Okay, und schaut mal, jetzt gucken wir uns die Einerposition an, ne, weil wir ja den Einer geholt haben, die 9. Und hier ist der Einer eine 3. Jetzt wird es etwas kompliziert, weil wenn ich rechne 3 minus 9, das funktioniert ja nicht so richtig, ne? Also weiß ich, wir müssen jetzt zu dem Zehner, der davor liegt, gehen. Wir rechnen sozusagen über den Zehner rückwärts. Und deswegen mache ich mir hier drunter jetzt noch eine kleine Teilrechnung
und teile mir die 9, das haben wir beim der Addition auch schon so gelernt, teile mir die 9 jetzt nochmal auf in zwei Zahlen. Deswegen habe ich hier diese Striche rangemacht, diese kleinen. Die müsst ihr nicht machen, das ist nur, damit ich euch das besser zeigen kann. So, und welche zwei Zahlen nimmt man denn da jetzt? Ich hatte gerade gesagt, wir wollen zu dem 10er, der jetzt hier am nächsten dran liegt. Schaut mal, und das ist natürlich die 6, also die 60. Wir rechnen sozusagen erstmal bis zur 60 zurück. Ja, das ist nämlich der Nachbarzehner von der 63, der kleinere. Und da seht ihr eigentlich schon, was, welche Zahl wir abziehen müssen, damit wir da hinkommen. Das ist nicht so schwer, das ist die 3. Ne? Die steht ja hier sogar schon. Also schreibe ich hier drüber minus 3. Jetzt habe ich von der 9, die wir abziehen müssen, so, sozusagen schon 3 gerechnet. Guck mal, 9. Jetzt habe ich schon 3 weggenommen und dann bleiben noch 6 übrig. Diese 6 müssen wir jetzt hier noch abziehen von unserem Zwischenergebnis. Und eigentlich ist es nicht so schwer, wie alle immer denken. Man muss jetzt, wenn man von einer Zehnerzahl eine Einerzahl abzieht, einfach schon mal den Vorgänger, also den Nachbarzehner sozusagen von unserer Zehnerzahl aufschreiben, nicht den Vorgänger. Ich erzähle Quatsch. Ich meine den Nachbarzehner, den kleineren. Das ist die 50, ne? Denn vor 60 kommt die 50. Und 6 minus eine Zehnerzahl, da könnt ihr wieder an die verliebten Zahlen denken. Ne? Wenn man von einer 10 6 wegnimmt, sind 4 noch übrig. Deswegen lautet unser Ergebnis 54. Eigentlich gar nicht so schwer. Und das schreibe ich jetzt hier oben nochmal hin. Ihr könnt das wirklich mal zu Hause öfter üben. Dann werdet ihr sehen, dass euch das immer leichter fällt nach und nach. Viel Spaß dabei!